Hallo YouTube, hallo Twitch, was geht ab? Vielen Dank fürs Einschalten. Hier auf meinem Kanal kommt seit über einem Jahr jeden Tag mindestens ein Upload. Daher bitte dran denken, liken, kommentieren, abonnieren, die Glocke aktivieren. Damit ihr nichts mehr verpasst, würde mich wirklich sehr freuen. Und jetzt viel, viel Spaß mit dem Video. Justin. Hallo. Bin wieder da. Baby. Rollt wieder. Nightmares on stream. Was ist heute für ein Tag? Donnerstag. Wahnsinn. Ich habe jetzt die ganzen Tage, die ich im Canyon gelevelt habe, habe ich nicht mal mein Pferd gespawnt. Weißt du, weil ich immer zu Fuß runtergelaufen bin. Nö, sind ja nur 3 Meter. Und dafür war das mir zu schade, immer die teuren 30er Pferde zu benutzen. Und jetzt kann ich zum ersten Mal wieder hier mich auf den Pony setzen und reiten. Da-dok. Was ich auch komisch finde, diese Honchion-Steine, da gab es nur eine Quest, 30 Dinger sammeln. Naja, ich glaube, die waren nur so Übergang, weißt du? Ja, aber ich meine, da gab es für im ISO auch noch eine. Vielleicht kamen die nachher, als sie überarbeitet haben. Mhm. Vor allem darfst du dafür nur diese dunklen Steindinger töten, nicht diese hellen. Siehst du? Dann haben die hellen einfach gar keine Bewandtnis da zu sein, so. Nee, die Monster, ich fand, hast du da jemals gelevelt in deiner Sekus-Karriere? Ja. Ich habe immer übersprungen. Im ISO sogar mit Party. Ach krass. Du musst eine Quest nochmal zu denen später. Welche Marmor? Bunny schreibt mir gerade, freue mich schon auf deine Streams, wenn du die Black Robber Archer Quest machst. Danke, Bunny. Ich freue mich auch. Da sind so 2 Sammelquests bei denen, wo du jeweils 3 verschiedene Mobs-Items sammeln musst. Aber wann kommt die denn? Auf welchem Level? Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht in der Questlist. Auf 35. Okay. Ach da, guck mal. Onchion Powders, Ongs Feelers und Small Scorpion Legs. Ach krass. Die kannte ich nicht, die Quest. Das ist Neuland für mich. European, bla bla bla. Ja. Looking for Chinese Likör. Okay. Perfekt, jetzt habe ich hier 30er Nuker. Jetzt muss ich zweimal oder dreimal 200 Dinger sammeln. Musste man die Scorpion Quest nicht auch dreimal machen? Boah, ich droppe jetzt endlich 5 Degree Justin. Kannst du dir das vorstellen? Scheiße, ist krank, oder? Gut. Shisha gut. Bin noch mal raus. Bisschen Musik hören. Ciao, Kakao. Ciao, Tapion. Bis bald. Jetzt merkst du den, was haben wir denn, 7er Gap. Das
Smashen nämlich wirklich gar keinen Schaden mehr bei Scorpions. Die haben so eine hohe Defense, Alter. Allah. Ich würde die am liebsten vor der Ravine leveln, damit ich immer sehe, was hier abgeht bei den High-Levels, weißt du? Das ist der Moment, wo du ja sagen musst, Justin. Was denn? Sorry? Ich würde ja gerne vor der Ravine leveln, damit ich immer sehe, was bei den High-Levels beim Traden abgeht. Dann mach das doch. Ja, Mann. Also für die Scorpions bekomme ich wirklich 99% von einem SP pro Mob. Nice. Ja, mit 9er Gap kriegst du dann ein SP pro Monster. Ja. Easy. Ah, Scorpion Giant, geil. Wir können Zerg usen. Abfahrt. Bam. Digga, ich mache einen Scorpion Giant in einem Zerg nur bis zur Hälfte runter. Krass. Schnitzeln die da hinten noch meinen Wolf drauf. Es bleibt spannend hier bei Scorpions. Durch die Bank. Ja. Ja, los, Tobi, Abfahrt.
So, jetzt ist Schlafenszeit. Ja, gehst heute aber früh. Ich bin übel müde. Was hast du heute aufgebaut? In der Kita am Schrank. Ah, dachte ich mir, dass du wieder in der Kita arbeiten musst. Hast du dir doch ein Foto sogar noch Snap geschickt? Ja, aber ich habe ja auch gefragt, wofür, aber du hast es nicht beantwortet. Achso, ich dachte, ich hätte drauf geantwortet. Ja. Passiert. Bis morgen. Tschö. Ich werde morgen Level 30. Meinst du? Mhm. Das will ich sehen. Ich denke schon. Zwei Level? Willst du morgen machen? Ich bin jetzt Level 28. Morgen kriege ich dann, werde ich dann auf jeden Fall 29. Dann habe ich den Bow-Attack noch schneller, deswegen ist Level 30 realistisch. Let's go. Weil ich habe jetzt in den, wie lange war ich jetzt im Canyon? Halbe Stunde, wenn überhaupt? Ja, maximal. 20% gemacht. Oh, das ging gut. Deswegen, ich habe ja jetzt gerade nur 3er Gap. Achso, ja. Deswegen. Noch geht's. Hab jetzt auf 25 hochgezogen, weißt du? Noch geht's, ja. Genau. Bis morgen. Bis ciao. Morgen, Chat. Ciao, ciao, ciao. So, der Turi ist weg. Wir machen weiter. Wir ziehen noch durch. Ich freue mich so darüber, dass ich jetzt endlich bei Scorpions bin, dass ich nicht Feierabend machen kann. Einfach so. Da geht noch was. Ah, wir haben ein Item verkauft. Ein Ring. Das ist nice. Hundertsiebzehn Leute sind online. So, und die Pille nehmen wir mit der Hand. Die sind ansonsten zu wertvoll. Oh, da kommt ein Glavia. Marmor, bist du noch im Stream? Bis welches Level bist du geskillt? Okay, du bist noch am Stream. Was fällt jetzt da? Bist du geskillt? Bist du schon 31 FF oder was geht bei dir? Ja.
Ich krieg langsam echt einen Brechreiz bei dem Schaden. Archon Firelight, jetzt 31 FF. Okay, also 4er Gap. Eis fehlt noch. Okay. Oh, da ist ein Giant. Der ist zwar maximal Item Waste, aber egal, machen wir. Alles fürs SOS-Item. Oh, wie komme ich denn an dieses normale Mob da dran? Und das ist ja 42 plus 2 Spear, Magical 68. Die müssen wir gleich verkaufen. Bad Charm, okay. Warum kriegen wir die LTP nicht voll? WTF, was geht ab? Steht denn hier? One-handed or two-handed? Ach, guck mal. Blackie und Bunny. Beide im Stream. Zack, LTP voll. Danke euch, Jungs. Was steht denn hier? One-handed or two-handed Axt? Das darf dabei eigentlich nicht stehen. Das verwundert mich jetzt aber etwas. Welches Level ist Bunny denn jetzt? 39, Alter. Geil. Geisteskrank.
Können wir auch Black Scorpions für die Scorpion Quest töten? Aber die droppen dann wieder 4 Degree, das wäre auch schade. Dann bleiben wir besser bei Scorpions. 25 erst von 200. Oder ich muss ganz dringend los. Nee, Black Scorpions kann man nicht töten. Okay. Danke für das Feedback, Bunny. Der James Park, der hebt gar nicht alles auf. Er ist auch noch nicht mal 32, der hat nur das 4 Degrees Spear an. Wo komme ich denn pro Monster hier? 0,04 weiterhin, okay. Den normalen 32 plus 1. Oha, 32. Also, S-Bow wäre schön. Den habe ich für 90k in einem Store gesehen. Da habe ich den direkt mitgenommen, weil wir hatten keinen 32er Bow im Storage. Und dachte ich mir, warum nicht? Und muss ich auch mal was gönnen.
Und ein 35er Bow für 95k habe ich mir auch. Habe ich mir einen gekauft oder war das ein 38er Bow? Ich habe noch einen Bow im Storage. Marmor, es kann sein, dass ich deinen, glaube ich, gar nicht brauche. Aber ich nehme den natürlich trotzdem gerne geschenkt. Ich weiß es gerade nicht. Wenn man die Gilde lieft, hat man eine Woche Sperre, oder? Also meiner Meinung nach nur 3 Tage. Wenn man Jobbing lieft, hat man meistens immer eine Woche Sperre. Aber Gilde liefen ist nur 3 Tage. Oh, Blackie hat erstes Elixier. 3 Weapon. Oh, strong, Blackie. Das ist sehr strong. 1 Tag. Ah, guck mal. Tobi, achso, das siehst du jetzt gar nicht. Bunny hat gerade in Guild-Chat geschrieben, in Party-Chat geschrieben, dass man 1 Tag Sperre hat, wenn man Gilde lieft. Wenn du dich offline kicken lässt, dann hast du 0 Tage. Stimmt. Stimmt, Bunny, hast du recht. Wenn du deinem Guildleader sagst, ich gehe jetzt offline, kick mich mal bitte, dann hast du gar keine Sperre. Ich möchte gerne eigene aufmachen. Ah, okay, Tobi. Stark, stark. Dann guck, wenn dein Guildleader da ist, dann sagst du dem, ich gehe jetzt offline, kick mich mal bitte und dann... Oh, Räuschi. Ah ne, Uri gehen wir nicht. Wir müssen leveln. Level 11, also S. Jetzt halt, Bro, bei Jehova. Bunny hat uns einfach verkauft. Eine Urushi-Party. Ah, hier ist auch James Park. Der levelt hier neben mir. Ah, da ist da Tobi. Let's go, Tobi. Abfahrt. Achterparty. Marmo, warum bist du da schon wieder in Town? Was machst du schon wieder? Boah, man, hier bei Scorpions droppt man aber extrem wenig Stuff. Spaß, Bunny, Spaß. Mama, warum wirst du mir meinen Town angezeigt? Krass, gibt 2 Urushi-Partys, The Polis und Zika. Memento Mori. Den habe ich auch schon mal auf irgendeinem Server gesehen oder auf irgendeinem, in einem YouTube-Video oder so. Der Name kommt mir auch bekannt vor. Ah,
Anni, die Leute verlangen nach dir in der Uni. Ja. Ey, ich brauche einfach 5 Skills für die Scheißviecher. Ah, der Endbauer ist da. KG. Okay. Was auch immer. Ah, verklickt. Orochi lebt aber lange. Mac Eimer, du hast gerade 5 Subs reingehauen, WTF? Danke, aber es kam kein Alert. Ich habe die Alerts ausgemacht. WTF? Wer ist Mac Eimer? Moonbrotica, Heen, Pau, Hermie und Salomon haben ein Sub geschenkt bekommen. Wer ist Mac Eimer? Hab ich dich im Stream überlesen irgendwann? Hab ich ein Follow von dir überlesen? Einfach random einen 5er Sub reingehauen? Nice. Danke. Digga. Hä? Woher kommt das denn? Hast du mir gefolgt? Digga, danke, Mann. 5 Subs. Völlig random. Hätte ich gar nicht mit gerechnet. Das geht, was geht. Wie bist du auf mich aufmerksam, auf mich aufmerksam geworden? Danke, Mann. Zockst du auch so? Auf dem Privatserver? Oder zockst du sogar auch auf unserem Server hier? Hast einfach nur mal Circuit in die Suche eingegeben und dann einfach mal random 5 Subs reingehauen. Billig, Mann. Danke.
Das freut mich. Bin ich bei 16. Hörst mich schon lange, aber du hast nie im Chat geschrieben. Ich habe gerade die Nachricht bekommen, zum ersten Mal gechattet. Mega, aber danke dir. Woher kommt das Empowerment, jetzt hier 5 Subs reinzuballern? Aber guck schon lange zu, das freut mich, Mann. So ein heimlicher Supporter, das sind mir die Liebsten. Danke, Mann. Danke für den Support. Hast du mich auch schon auf anderen Privatservern gesehen? Seit August 21. Das war vor 2 Jahren, als ich auf Origin gespielt habe. Als ich meinen Affiliate-Status bekommen habe. Weil ich gerade selber wieder angefangen habe. Ah, okay. Auf welchem Server hast du angefangen? Im offiziellen ISRO hast du von Joymax oder Mad Max oder wie die jetzt heißen. Palmia. Palmyra. Achso, ja, das ist der Server, den ich auf YouTube immer sehe. Da sind ganz viele Silkwood-YouTuber drauf auf dem Server und machen immer PvP-Videos oder Fortress-Videos. Mega geisteskrank. Aber warum ISRO? Hast du Bock? Ah, der Polis hat Urushi getötet. Hat aber lange gedauert. Der Penner, der hat mir eben TG weggenommen. Welches Level bist du im ISRO? Bist du schon, keine Ahnung, 132 oder was? Mit VIP und was man nicht sonst noch alles braucht im ISRO? Ich hab leider keine Zeit auf richtig zocken, deswegen botte ich leider. Aber das Gefühl, mal wieder zu zocken, ist der Hammer. Bruder, ich habe jahrelang im ISRO gebottet. Also für mich ist Botter sein jetzt keine Schande. Nur umso mehr fühle ich die letzten Jahre die Non-Bot-Privatserver, die ich gezockt habe. Welches Level bist du denn im ISRO? Bist du so schon ganz lange im ISRO dabei und bist am Botten? Ich hätte noch einen 110er Wizard auf Maya. Keine Ahnung, wie der Server von Maya jetzt heißt. Müsste ich nur mal gucken, wie die Login-Daten von dem waren. Ich habe früher auf Troy gezockt. Hatte ich auch mal einen Char gekauft. Ein paar Euro, habe den besser gebottet und habe den dann mit Gewinn verkauft. Ich weiß aber nicht mehr, wie der Char hieß. Oder doch, warte mal, ich muss mal gucken, wie der Char hieß. Ich war immer auf Oasis. Auf Oasis habe ich tatsächlich meinen ersten Char gehabt. Das ist bestimmt 15 Jahre her. Ja, kommt hin, 2008. Warte, ich guck mal gerade. Ich muss gerade in meinen OneDrive. Backup.
Wie hieß der Char of Troy? Ah, ich habe mir die Server nie dazu. Doch, nee, habe ich nicht. Ja, aber wenn ich es lese, fällt es mir vielleicht auf. Und, ah, guck mal, das der Alert geht aber. Danke für deinen Sub auch nochmal. Gute Nacht, Blackie. Ich guck mal gerade. Poseidon, Tibet, Uranus, Neptun, Gaia, Oasis. Eldorado, Apollo. Nee. Keine Ahnung. Ich hatte auch mal einen Char an irgendeinem Glavia auf Troy. Den habe ich irgendwie auf 72 gekauft für 5 Euro. Dann habe ich den auf 85 gebottet und dann habe ich den mit richtig Fettgewinn verkauft. Du hattest auch sogar schon mal gesubbt, aber nie in den Chat geschrieben. Digga. Bis Level 130. Okay. Auf welchem Level ist der höchste auf dem Server? 134, 135, 136? Hast du eine ganze Party oder hast du wirklich nur einen einzigen Char? Oder hast du auch mit S-Bot oder PH-Bot 16, 24 Chars am Laufen? Hat aber gedauert. Ja, das glaube ich dir. 130, das hat schon gedauert. Ein paar Monate. Zockst alleine mit nur einem Char? Krass. Auch eher selten. Meistens haben die Leute ja dann ganze Partys. S-Bot, ah, S-Bot ist Liebe. Rave 3. Achso, du willst nur das Gefühl mal wieder vom Zocken. Du willst nicht jetzt 140 werden. Kenn ich. Immer mal wieder zwischendurch so anfangen, einfach nur fürs Gefühl. Und dann irgendwann wieder einen Break nehmen. Du hast auch mal auf Privatservern gezockt. Auf welchen so? Vielleicht gab es da irgendwann eine Überschreitung. Wahrscheinlich schon auf Origin, oder? Weil du bist mir damals so der Origin-Zeit gefolgt, vor 2 Jahren. Ich hatte nämlich jetzt Mitte August, vor 4, 5 Tagen hatte ich nämlich mein 2-jähriges Affiliate-Jubiläum. Und ich habe damals auf dem Privatserver Origin nämlich meine 50 Follower voll gemacht und noch mehr. Bunny schreibt mir gerade privat, Origin Eldorado war geil. Origin Eldorado war geil. Bunny, hilf mir mal gerade. Ist der aktuelle Server ist nicht Eldorado? Heißt der anders? Ich weiß auf jeden Fall, auf dem Server, der jetzt noch läuft, auf dem habe ich vor 2 Jahren auch gespielt. Gute Nacht, Bunny. Bis morgen. Oh, da ist ein Giant.
Ah, Origin Eldorado war 80 Chinese only. Krass, wusste ich gar nicht, dass Origin mehrere Server hatte. Aber Eldorado wurde gelöscht und dann kam dann wahrscheinlich der neue Server, der jetzt. Auf Origin war ich auch, aber geht viel zu schnell. Findest du? Findest du, man ist per Hand zu schnell Level 110? Suche einen Server, der normal ist, zum Botten. Es gibt nur noch Origin Genesis, Cap 110 Euro Chinese. Ja, ja, genau, Bunny. Genau, auf dem, das ist ja der Server, der jetzt Stand heute auch noch da ist. Den kenne ich auch. War früher auf Prion. Das hört sich aber an wie ein Privatserver. Prion. Sion. Ich muss für Scorpions mehr HP-Tränke einplanen. Ich habe jetzt echt keinen einzigen Drop gemacht. Das ist ja unfasslich, ehrlich. Im Vergleich zu Earth Toast im Canyon, Mann, oh Mann. Ja, das ist ein Privatserver. Ah, okay. Aber bin lange dabei. Hab noch das alte Intro im Kopf, wo die Chars auf der Brücke stehen beim Login. Ja, das ist hier auf dem Server auch so. Das hier ist ein Server, der aus den Original Silkwood ISRO Files von 2006 besteht. Wo es also auch keine Euro-Chars gibt. Das hier ist auch nur Chinese Only. Das ist jetzt gerade 40er Cap und geht maximal bis 70er Cap hoch. Hier, guck mal, hier ist auch noch die alte Item Mall. Alte Questlog, alte Alchemiefenster. Hier ist auch noch die alte Karte. Mit diesen Tippfehlern. Hier Takla Makan. Hier, das ist nicht das Black Robber Den. Das hier ist nicht das Bandit Den. Das hier ist nicht der Tiger Mountain. Das hier ist nicht der Earth Ghost Canyon, sondern die Ravine. Deswegen gucke ich dich so gerne. Achso, weil das hier das alte Silgot ist. Was man von früher noch aus Nostalgie und Kindheit im Kopf hat. Danke, Mann. Danke für das Feedback. Ich verbrauche jetzt noch meine HP-Tränke komplett. Dann gehe ich aber auch in Town um auf Feierabend.
Morgen leider wieder arbeiten. Scheiß Arbeit. Beziehungsweise dann muss ich erst noch den Stream runterladen, Videos schneiden, Videos rendern, andere Videos hochladen und dann gehe ich schlafen. Silkwood kennt keiner mehr. Also ich finde die, gerade die Privatserver-Szene, gerade auch im türkischen und ägyptischen Bereich, ist schon sehr groß. Dann gibt es ja auch auf ISRO noch Alteingesessene, wie jetzt zum Beispiel dich, aber auch die ganzen Silkwood-YouTuber, die machen geisteskrank viele Klicks auf ihren ISRO-Videos. Das wird auf jeden Fall noch geguckt. Das kostet mir zu viel Speicher, Tobi. Das habe ich mal probiert, ein Stream, aber wenn du 4-5 Stunden streamst, ist einfach ja, 1 TB Festplatte voll. Und dann würde das noch länger dauern, dieses Video in Parts zu rendern, weil die Dateien so groß sind. Da hab ich gedacht, nee, komm, dann scheiß drauf, dann nehme ich weiterhin das VOD und schneide das zurecht. Oh, ich hätte gerne einen Zerg. Das wird mehr Spaß machen. Oh, hoffentlich habe ich den Giant noch mit meinen Pots. Jetzt muss ich die HP-Pots ein bisschen im Blick halten. Sorry, Browser hing gerade. Das habe ich mal probiert, Tobi. Während ich streame, gleichzeitig noch mit OBS auf Aufnahme starten drücken. Die Sache ist, ich habe extra eine 2 TB Festplatte. Aber wenn ich 4-5 Stunden streame oder auch nur 3, die Videodatei, die daraus erstellt wird, die ist so unfassbar groß. Das dauert mir dann einfach zu lang, das neu zu rendern. Dann braucht Sony Vegas dafür immer so lange. Das habe ich zweimal gemacht in einem Livestream und danach dachte ich mir so, boah, nee, Alter. Dann ist einfach instant wieder und wieder und wieder die Festplatte full. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, egal, nimmst du weiterhin die VODs, schneid daraus meine Parts zurecht. Wo kommst du her? Aus Köln. Ich bin in Köln geboren. Wohne jetzt in einer Stadt direkt neben Köln. Aus Hürth, falls ihr das kennt. Da war RTL früher ganz stark vertreten. Oder Dennis aus Hürth kennt man vielleicht auch. Der Comedian. Der war ja ein paar Mal bei Stefan Raab. Michael Schumacher ist unter anderem auch hier geboren. Ja. Das ist so meine Hut. Ja, das hört sich gut an, Tobi. Ich hatte auch schon überlegt, mit einem Kollegen bei Google unendlich Speicherplatz zu nehmen und dann quasi direkt da zu speichern. Aber dann müsste der aus OBS heraus das da hochladen in die Cloud und dann wird auch wieder ohne die Schlange dauern. Da ich nur 100 Mbit habe, ist der Upload nicht so geil. Ja, kenne ich. Mein Schwager wohnt in Ports. Ach, wie krass. Mein Schwager kommt aus Ports. Der Mann meiner Schwester. Der kommt aus Ports. Krass. Und wo kommst du denn, Eimer? Kommst du auch hier aus NRW? NRW-Ghetto? Wahnsinn. Drop. 30er Protector-Lex. Perfekt. Kein STR drauf. Schmutz. Aber hat eine bessere Defense, ne? 15,5. Ja, hat.
An der Nordsee, oha. In der Nähe von Aurich. Aurich habe ich schon mal gehört. So, 12 Pots. Rough 3 hat Disconnect. Oh ne, Den Giant mache ich nicht mehr. Gar keinen Bock, Bruder. Nee, Digi. Nee, bitte, bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Lass mich in Ruhe. Ja, der Giant lässt natürlich nicht von mir locker. So, dann luren wir den Giant jetzt zum Nuker. Dann kann der sich um das Problem kümmern. Aha, er hat mich in Ruhe gelassen. Ja, ja. Ich habe keinen Bock zu spielen bei 9 HP-Pots. Wie viel hätte ich noch im Pad gehabt? Einen, perfekt. Nee, nee, du. Nee, nee. Heute nicht. Morgen wieder. Morgen spiele ich gerne wieder mit den Scorpion Giants. Die Quest schaffen wir morgen dann auch. Im ersten Anlauf. Ah, Bruder, ich bin gerade in der Return. Du musst gleich nochmal joinen. Ich bin morgen wieder live einmal, auf jeden Fall. Was ist heute für ein Tag? Donnerstag, ne? Ja, morgen bin ich auf jeden Fall live. Freitags immer. Freitags geht da immer was. Ich gehe jetzt in die Endszene und dann raide ich euch wieder zum Hermie rüber. Der spielt nämlich noch auf Origin. Ich stehe in gutem Kontakt mit denen. Ich wünsche euch einen guten Abend. Er haut noch mal eine 10er-Bombe rein. Sir Duckleton, Übig, Lord Kappa, Papierwunde, Antares, Conan, Light... Oh. Lightkit, Twinkie, Chris, Jakusa. Er hat komplett einen am Rappel. Danke einmal, Alter. Jetzt geht's los. Wuhu. Deus mios. Halleluja. Ich brech zusammen. Danke, Mann. Jetzt habe ich schlechtes Gewissen, wenn ich Feierabend mache. MacEimer. Das ist schlecht. Ich hasse ein schlechtes Gewissen. Geisteskrank, Alter. 16 Subs in einem Stream. Dios mios. Tausend Dank, Mann. Davon muss ich ein Bild machen. Das ist für Discord. Ah, Hilfe, nicht so viel in den Chat schreiben. Ich komme nicht hinterher. Wir hören uns. Ja. So, Kanal. Wie geht das jetzt hier mit dem Internet? Kanal. Nee. Trader Dashboard. Stream Manager. Raiden. Hermie. Abfahrt.